Hallo und willkommen zurück zu BioShock 2. Ja, wir haben ja endlich nach ein bisschen Backtracking hier die Leiche hier gefunden und die werden wir dann jetzt hier mal ausnehmen. Ich hasse dich nicht, Delta. Tatsächlich empfinde ich für dich das Gleiche wie für jedes andere denkende Wesen. Aha. Aber ich kann nicht tausende meiner Kinder für einen einzigen rebellischen Sohn opfern. Wer trifft mich denn hier? Okay, alter Junge, wir haben jetzt fast genug, Adam. Um den Rest zu bekommen, musst du dich um diese Little Sister kümmern. Im Werkraum sollte einer der Lüftungsschächte sein, die sie so gern haben. Bring sie da runter. Erstmal muss ich jetzt hier die ganzen Assis looten. Ah, wir haben unseren Bot verloren, leider. So. So. das sind jetzt, glaube ich, alle, ne? Gut, das war ja ein schöner Start in die Folge. Und dann speichern wir die Suppe direkt nochmal ab. Nom, nom, nom. Ich hoffe, in der Ewigkeit wird Zeit sein, Sophia ein bisschen auszuhorchen. Ist jetzt alles hier wieder respawned, oder was? Ah. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Bursche! Danke für Ihr Kommen. Wow. Der Fuß sieht komisch aus. Nicht sehr gesund. Wow, wow, wow. Irgendwo nach unten müssen wir hier. Ach, da, wo wir bestimmt das angemalte Loch gefunden hatten. Von nee. Ja, das hier. Also Tannenbaum würde wollen, dass du diese Sister wieder zu einem Menschen machst. Das brächte uns gerade genug, Adam, für unsere Zwecke. Und ich nehme mal an, die anderen Mädels, die sie gerettet hat, würden versuchen, sich dankbar zu erweisen. Aber in Rapture wird um alles oder nichts gespielt. Und sie ist der Jackpot. Du musst nur willens sein, dir alles zu nehmen. Und du hast mehr, Adam, als ein Plasmid dich kostet. Der Rest ist ein Bonus obendrauf. Überleg's dir. Hier unten heißt es, dein Leben oder ihres. Okay, und damit hat er sich als Villain enttarnt. Was heißen soll für uns, dass wir ganz genau aufpassen müssen, was er uns sagt, was wir machen sollen. Wie können wir sie denn heilen?
Wenn du eine Little Sister zu ihrem Lüftungsschacht bringst, kannst du auswählen, ob du sie retten oder ausbeuten willst. Beutest du sie aus, dann bekommst du das Adam Maximum, Maximum, das du für die Plasmide ausgeben kannst. Doch sie wird diesen Vorgang nicht überleben. Rettest du sie, bekommst du weniger Adam, aber das Mädchen wird geheilt. Yay! Bald ist Schlafenszeit. E ist retten. E. Go, little one. Danke. Bitte. Tja, unser Eisenmann hatte eben immer schon ein goldenes Herz. Ich finde das ja gefährlich hier unten. Aber du hast genug, Adam. Gerade mal so. Geh zur Hall of the Future und spleiß dich mit einer Ladung von dem Abfackelplasmid hoch. Well, well, well. Müssen wir den Typen denn dann auch wieder umbringen? Sehr wahrscheinlich. Wir müssen auf die Karte gucken. Wir sollen hin. Wo sollen wir nochmal hin? Hall of Future. Können wir hier noch weiter rauszoomen? Noch weiter? Nein. Hat doch gerade was geblinkt. Meine Pelze bekommst du nicht! Du ein kleines Moment. Cookie. Oh Gott, wir haben keinen Eve. Und auch keine Eve-Spritzen mehr. Es ist sehr untight. Sehr untight. Ja, nu? Oh, ich bin aber auch ein Blindfisch. Habe ich das beim letzten Mal echt nicht gesehen? Jesus Christ. Oh. Ach, damit haben wir jetzt alle Türen geöffnet. Theoretisch könnte man jetzt noch wieder Backtracking machen und die anderen Sachen da aufsuchen, aber ganz ehrlich. Los, Chopper! Nehmt den Laden auseinander! Das hab ich gehört. Oh. Wow, 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 wow. Na komm, hier fang. So. Ja.
So, dann lass uns hier mal ein bisschen Eve kaufen. So. So, können wir gleich nochmal. Sind wir voll mit? Okay. Oh, warte mal. Da ist so eine Bot-Sache. Also ist hier irgendwo noch wieder eine Kamera? Nee, Eldorado, da sollen wir nicht hin. Wo sollten wir hin? Hall of Future war das, ne? Hall of Future, okay. Wow, glänzend weißes Kopfkissen. Alles klar. Verdammter Schrotthaufen! Mhm. Kaputt gemacht, nicht wahr, Edna? Das ist ein Skandal! Ein Skandal! Beginnt hier! Wow. Gotteslästerer. Oh. Alter Schwede. WTF. Was war denn das? Bullshit. Oh, hello. Du wolltest unsere Stadt also ihres Lebenssaftes berauben. Rapture ist ein Organismus, Delta. Ich bin seine Stimme und Big Sister ist die Hand. Hm. Wenn Rapture von dir spricht, sagt es nur das eine. Schlaf jetzt. Deine Tage sind gezählt. Wir haben heute bei Tests einen weiteren Protektor der Alpha-Serie verloren. Er ist einfach verschwunden. Irgendwo außerhalb der Stadtgrenze. Für diese Männer hat Rapture keine Wände. Wir müssen eine Methode finden, ihnen beizubringen, dass sie die Little Sisters nicht im Stich lassen, sobald sie nicht unmittelbar in ihrer Nähe sind. Hm. Irgendeinen körperlichen Reiz. Vielleicht sogar etwas Tödliches. Die Laboranten nennen sie seit neuestem Big Daddies. Vielleicht gar nicht so dumm. Unzertrennliche Paare. Verbunden durch tödliche Liebe. Yay. Das ist natürlich nicht so dufte. So. Ah ne, halt, von hier sind wir gekommen. Kreaturen ab 12 Jahren. Yay. Ja. Und dann können wir noch das Eve-Upgrade machen. Oh, das reicht genau. Wir gratulieren zum Erwerb des Upgrade-Class-Beats. Sagen wir, Tom hat einen romantischen Abend mit einem Mädchen. Was würde sie wohl mehr beeindrucken, als ein Kaminfeuer entfacht mit einem bloßen Fingerschnippen? Ja, dass sie sich gegenseitig umbringen, ja. Well. Well. Das ist schon ein bisschen makaber. Oh, eine Party! Aber diese Party ist gerade etwas ins Schleudern geraten. Karl braucht Feuer für seine Zigarre, aber niemand kann ihm helfen. Ja, genau. Leute abgefackelt, das ist natürlich eine sehr gute Idee. Oh, hier haben wir gleich was, wo wir
erwarten. Was haben wir denn hier? Extra Nahrung, Körper... Oh, Körperpanzerung wäre, denke ich mal, auf jeden Fall ziemlich geil. Und Eve Upgrade auch. Eieieiei, aber leider haben wir dann... Warum suchst du das Besondere? Unsere Blumen sind eine Wonne. Hol mich, der Teufel. Nicht mal eine Big Sister kommt gegen dich an. Tja, komm jetzt zurück und schmelz das Eis weg. Dann können wir diese klapprige Geisterbahn hier hinter uns lassen. Ja, Moment, ich muss hier fix noch was kaufen, weil ich hab da ja gerade Eve bekommen. Eve. Kann man das jetzt hier auch kaufen oder nur in dem einen? Okay, nee, wir müssen echt zu dem anderen. Wo haben wir den? Wo haben wir den aufgetaut? Muss irgendwo hier gewesen sein. Ah, hier war das. Hier müssen wir kaufen. So, und da können wir jetzt entweder das Eve oder was macht das denn? Das braucht 45, so ein Scheiß. Vorsichtige Hacker. Wirkt sich etwas langsamer. Ja, das wäre eigentlich auch nicht schlecht, aber ich würde erstmal sagen, wir erhöhen erstmal das Maximum an Eve. Shave. So, können wir jetzt hier noch wieder was einsammeln? Respawn, hallo? Für Ryan war das Individuum ein Held, ein edler Überlebenskünstler. Und Rapture war sein Paradies, ein Schrein für die Überlegenheit des Egos. Und das Ergebnis? Sklaverei. Ja, whatever. Völkermord, Chaos. Jetzt, da der Tyrann tot ist, sind wir ein wahres Kollektiv. Eine einzige große Familie. Natürlich. James war der einzige Mann, den ich je geliebt habe. Und jetzt ist es, als wäre er niemals nach Rapture gekommen. Er hörte mich im Limbo-Room singen und kam an ganz schüchtern. Er hörte gerne Songs darüber, wie es wirklich ist, in dieser Stadt zu leben. Ich
glaube, er hat versucht, Leute gegen Ryan aufzuwiegeln. Und jetzt ist er weg. Und ich bin hier und singe, erhebe dich, Rapture, steig auf. Und habe eine Höllenangst, dass sie mich auch abholen. Well, ist nicht so unwahrscheinlich. So. Respawn, hallo. Respawn. No respawn. Hello. Hello. Ach so, wir sollten da den Durchgang auftauen, ne? Eve können wir nicht einsammeln. Also die Anzahl der Eve-Spritzen, die wir auch benutzen können, dingsen können, ist auch ganz schön bescheiden. Oh. Auch nur Bohrertreibstoff. Ausgezeichnet, alter Junge. Du bist ja ein echter Glücksfall. Jetzt öffne den Bahntunnel von der Sicherheitsstation aus, dann komme ich und springe rein. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Deswegen werden wir mal kurz abspeichern und dann werden wir mal gucken. Ich sehe einem Mann gern in die Augen, wenn ich ihm mein Wort gebe. Wir beide, Kleiner, werden's weit bringen. Ich habe gedacht, du bist eines von Sinclairs hirnlosen Monstern, die er schickt, um Rapture im Würgegriff zu halten, während er die Stadt ausplündert. Aber nein. Du bist dir deiner furchtbaren Lage bewusst. Ich frage mich, wer könnte so grausam sein, einem Mann ohne Gesicht einen Spiegel vorzuhalten? Lam hat auf uns gewartet. Schieß und starte die Bahn. Tschüss. Ja, muss in den Geschenk für dich. Nervig. Also ich finde, balance-technisch war der erste Teil da besser auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad. Ich finde das hier schon ganz schön. Andrew Ryan. Der hielt den freien Markt für eine Art Gott, der uns alle über den Regenbogen ins Paradies führen würde. Ich hingegen halte den freien Markt für eine fette Hure, die Gold nicht von falschen 50ern unterscheiden kann. Und so wurde der gute alte Andy zu seinem eigenen Gespenst. Und ich habe falsche 50er gedruckt, bis ich Geld hatte wie Dreck. Well. Well. Warnung, du bist dabei, den bevor du weitergehst. Haben wir gerettet? Ja, wir haben ja theoretisch nicht genug Adam gehabt, um das andere, die ganzen Upgrades zu holen. Ich
Ich weiß nicht, ob wir hier später nochmal wieder irgendwie zurückkommen können, so wie im ersten Teil. Über die Glocke. Well. Big Daddy sind sehr zähe Gegner. Denkt ihr dabei einen Angriffsplan aus, bevor du sie einangreifst? Ich finde ja eher die Big Sisters sind heavy. Inhalt wird gespeichert. Ja. Oh, hello. Auf was schießt die? Was ist das denn? Subject Delta sitzt jetzt in Pauper's Drop fest. Der Schienenverkehr wird eingestellt, bis er gefunden wurde. Denk daran. Der Feind ist allein. Wir sind die Familie. Lamb versucht uns festzusetzen, mein Junge. Die ganze Stadt ist abgeriegelt, verdammt. Um mit der Bahn weiterzukommen, brauchst du einen Sicherheitshauptschlüssel von der Bezirksrätin hier, Grace Holloway. Die hat mich hier unten aus meinem eigenen Hotel geworfen, dem Sinclair Deluxe. Finde sie und besorg den Schlüssel. Ja, ich würde sagen, dann machen wir an der Stelle einen Break und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Le Bike.